Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Lesung von Der Botengang. Diesmal werden wir so 30 Minuten lesen. Und ein paar Infos bin ich euch noch schuldig, denke ich mir. Und zwar, ich habe ja letztens schon erwähnt, dieser Band ist aus 2009er. Von daher ziemlich sicher out of print. Ein paar wollten das Buch dann bestellen bei Manfred und P3 Comics, aber das gibt es ja nicht mehr. Aber was ich selber nicht gewusst habe, ja, hier ist eine 3, ich hatte das Buch ja einige Zeit liegen bei mir. Das heißt, es gibt 3 Bände von diesem Universum hier und die kann man eigenständig lesen. Und jetzt fehlen mir halt da 2, die hätte ich da auch noch gern, da muss ich noch sehen, wie ich da rankomme. Man muss man sich bei den Flohmärkten umsehen oder Gebrauchtmärkte. Ja, dazu gibt es auch noch, was ich beim Stöbern entdeckt habe, natürlich. Für Uldat hat er auch 3 Bände gemacht. Hier habe ich 2 Stück. Ja. Band 2, Flucht aus Rogogard und Perdas Untergang. Ja, die Überschrift schmerzt mich, denn Perda war ein richtig cooler König. Und ja, diese Bände spielen aus dem Uldat-Universum von Markus Heitz. Also wenn ihr mich fragt, was besser ist, die Zwerge oder Uldat, ich kann es euch nicht sagen. Uldat hat mich am Ende der 5 oder 6 Bände, die es da gibt, richtig berührt. Und ist auch eine absolute Meisterwerk-Serie. Also kann ich empfehlen, dass ihr auch mal, wenn ihr daran interessiert seid, Uldat lest. Der Schatten über Uldat, glaube ich, ist der erste Band. Ja, dazu gibt es auch Abenteuerbücher. Und mal sehen, ob wir die vielleicht gemeinsam lesen oder nicht. Aber jetzt erstmal der Botengang. Und es geht weiter mit unserem jungen Zwerg von den Dritten, der jetzt alleine im Stollen sitzt und nicht weiß, ob er die Schriftrolle jetzt aufmachen soll oder nicht. Ich habe gesagt, ihr könnt das entscheiden. Laut den Kommentaren habe ich ein Unentschieden. Wir gehen jetzt, hier habe ich mir notiert, 323. Dann gehen wir auf die Seite 323. Auf die Nummer 323. Ja, wo steht das hier? Und da es ein Unentschieden gab, der eine sagt nicht öffnen, der andere sagt öffnen, werde ich das Ganze jetzt auswürfeln. Bei einer 1 bis 3 wird nicht geöffnet, bei 4, 5, 6 machen wir das Teil auf. Dann geht's los. Eine 2, der Umschlag wird nicht geöffnet, beziehungsweise die Schriftrolle. Ja Leute, ich hoffe ihr habt Spaß, jetzt noch einen Schluck trinken. Und dann legen wir los. Und zwar, weiter bei 416. Also wir verzichten darauf zu öffnen, hätte ich auch genommen. Aber es wäre auch lustig gewesen, sie zu öffnen. Aber da könnte man spekulieren, vielleicht hätte sie ja nicht lesen können, aber das Siegel wäre beschädigt. Mal sehen, wenn wir uns das Ganze nochmal durchlesen und vielleicht einen anderen Weg wählen. Dein Zögern dauert nur einen Augenblick, dann besinnst du dich. Wie kannst du erwarten, ein angesehenes Mitglied deines Stammes zu werden, wenn du Untreue und Verrat im Herzen trägst? Schnell wirfst du die ungeöffnete Botschaft wieder in den Rucksack. Hunger hast du jetzt keinen mehr. Das Wissen einer solch großen Versuchung widerstanden zu haben, gibt dir Kraft und Zuversicht. Dafür darfst du dir einen zusätzlichen Punkt Karma aufschreiben. Kopfschüttelnd packst du zusammen und eilst weiter neben deinen Schienen her, deinem Ziel entgegen. Toll, ja, jetzt haben wir 17 Punkte Karma. Muss ich jetzt nochmal in den Regeln schauen. Ich glaube, mehr als 20 darf man nicht haben. 17 Punkte in Karma, das ist toll. Richtig hoch. Weiter bei 13. Ja, das zweite Mal lesen und dann die Schriftrolle öffnen. Wäre auch interessant. Weiter geht's. Nicht weit darauf kommst du an eine Abzweigung, an deren Existenz auf der Landkarte du dich nicht erinnern kannst. Stirnrunzelnd ziehst du die Karte aus deinem Gürtel und studierst sie genauestens. Bei deinen Ahnherren, deine Erinnerung trügt dich leider nicht.
Dort, wo auf der Karte nur ein einziger Stollen in westliche Richtung führt, gabelt sich vor deinen Augen der Weg. Was mag das bedeuten, dass die Karte sehr alt ist? Unwahrscheinlich. Die Farbe war ja kaum trocken, als Kevlin dir das Pergament überlassen hat. Dass einer der Wege erst nachträglich durch den Fels gebrochen oder wieder freigelegt wurde, ist schon wahrscheinlicher. Hilft dir aber auch nicht weiter. Vorsichtig näherst du dich der Gabelung. Beide Wege führen ungefähr in die gleiche Richtung. Direkt geradeaus liegt ein schmaler, schlecht beleuchteter Tunnel. Frische Erdbrocken verraten, dass hier erst kürzlich gegraben wurde. Die Schienen hingegen folgen etwas breiterem Pfad. Und wenige Meter von dir entfernt steht ein Gefährt auf den Gleisen, wie es zum Transport von Werkzeug benutzt wird. Möchtest du den schmalen Pfad betreten? Weiter bei 422. Oder dein Glück mit dem Schienenfahrzeug versuchen? Ach Leute, das ist ja so klassisch, aber auch wieder cool. Ah, jetzt machen wir auf Draufgänger und hauen uns in das Schienenfahrzeug und würde ich sagen, wir machen jetzt mal einen Lore-Trip, oder? Also 274, wir steigen in die Schienen. Jetzt gibt's Action. Ja, das ist der Klassiker. Zwerg in einer Lore. Nochmal schon, 274. So, kann ja lustig werden. Dies scheint die Hauptstrecke zu sein, die auch auf deiner Karte verzeichnet ist. Eine Verzögerung willst du nur ungern riskieren. Also näherst du dich den schnellen Schritt dem Transportmittel auf den Schienen. Das Handhebelfahrzeug ist schon länger nicht mehr benutzt worden, wie die dünne Schicht von Steinschaum suggestiert, die seine Standplattform überzieht. Üblicherweise wird es von mindestens zwei Zwergen bedient. Das Auf- und Ab des Hebels überträgt die Kraft auf die Räder und bewegt die Plattform so über die Schienen. Du überlegst kurz, zwar bist du allein, aber es ist sicher möglich, das Handhebelfahrzeug auch alleine zu bedienen. Du springst auf die Plattform und schwingst den großen Hebel probehalber aufwärts. Dann drückst du ihn wieder nach unten. Und tatsächlich, quietschend und knarrend, setzt sich das Gefährt in Bewegung. Angestrengt vollführst du Pumpbewegungen, um die Plattform vorwärts zu bringen. Du wirst schneller und schneller, und als die Strecke in eine Kurve schließlich leicht ansteigt, hat das Gefährt bereits genügend an Geschwindigkeit gewonnen, um den Anstieg zu nehmen. Doch was ist das? In einer Nische links der Strecke siehst du etwas im Licht einer Laterne glitzern. Du schielst nach dem Bremshebel am Boden der Plattform. Zwar könntest du das Gefährt jetzt anhalten, um deine Neugierde zu befriedigen, aber es könnte dann durchaus sein, dass du es nicht wieder in Gang bekommst. Zumindest nicht in die Richtung, in die du reisen musst. Möchtest du anhalten, um das Glitzern zu untersuchen? Oder möchtest du lieber weiterfahren? Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig, Leute. Also ich bin eigentlich ein sehr neugieriger Mensch. Und wir halten jetzt an und untersuchen das Glitzern. Weiter bei 152. Das wird spannend. Kurz entschlossen ziehst du den Bremshebel und das Handhebelfahrzeug kommt mit quietschenden Rädern zum Stehen. Du versicherst dich, dass die Bremse einrastet. Dann eilst du zu der Stelle zurück, an der du das Glitzern gesehen hast. Dir bietet sich ein ungewohnter Anblick. Das schwache Licht einer am Boden stehenden Lampe beleuchtet die unbewegliche Gestalt eines Menschen, der an der Mauer hockt, und spiegelt sich in den Teilen einer geborstenen Schwertklinge, die am Boden verstreut liegen. Das Langbein ist tot, so viel ist offensichtlich. Der grotesken Körperhaltung nach zu schließen, wurde ihm jeder Knochen im Leib gebrochen. Du ziehst die Brauen hoch und näherst dich vorsichtig. Wer weiß, wer ihn auf dem Gewissen hat? Vielleicht ist der Mörder noch in der Nähe. Möchtest du den zerschmetterten Leichnam durchsuchen, den Leichnam in Ruhe lassen
und die immer steiler ansteigende Strecke zu Fuß erklimmen oder den Leichnam in Ruhe lassen und den Handhebelwagen wieder in Gang bringen. Ja, wir durchsuchen die Leiche bei 293. Zuerst stößt du die Klingenstücke mit dem Fuß davon, dann trittst du gegen den Leichnam. Schließlich hast du schon merkwürdige Dinge von wandelnden Toten gehört, aber der tote Mensch vor dir wandelt nirgends mehr hin. Zufrieden beugst du dich hinab und schaust nach, für welche seiner Besitztümer du Verwendung haben könntest. Der Helm des Mannes ist stark beschädigt. Außerdem wäre er dir viel zu groß, aber die auf wundersame Weise intakte, fast noch dreiviertel volle gläserne Bierflasche, Gewicht 1, die billige kleine Reiselaterne mit den zersplitternden Scheiben, Gewicht 1, und ein schwerer Krummdolch, Gewicht 1, sehen aus, als wären sie zu gebrauchen. Nimm davon, was du willst. Als du dich davon abwenden willst, siehst du, dass im Gürtel des toten Mannes eine Schriftrolle steckt. Du kannst sie lesen, wenn du willst. Wenn du die Zeit lieber nicht verschwenden möchtest, kannst du natürlich auch die immer steiler ansteigende Strecke zu Fuß erklimmen. Oder versuchen, den Handhebelwagen wieder in Gang zu bringen. Ja, schauen wir mal, wie viel wir noch tragen können. Wir haben insgesamt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gewicht verbraucht. Dann würde ich sagen, da müsste ich was hinten lassen. Ich würde auf alle Fälle mal ich würde auf alle Fälle mal die gläserne Bierflasche, Gewicht 1. Da muss ich jetzt noch mal nachsehen beim Heldenbogen. Und zwar, ich glaube, ich müsste da etwas streichen, da ich nicht genug Platz habe für. Ja, da müssen wir mal schauen. Das wird interessant. Das ist ja bei jedem Buch ein bisschen anders gehandhabt. Schauen wir mal. Regelzusammenfassung, Träger. Träger, das Rüstzeug. Im ersten Spieler wird womit sich der Held ausgestattet. Man ist zwar Held, aber nicht unendlich ausdauernd und schon gar kein. Okay. Okay, nicht Kleider, Trinkgeld unterwegs ist, dass kein Gewicht angegeben ist, das nicht sonderlich schwer und es belastet den Helden nicht weiter. Doch sobald ein Gewicht angegeben ist, muss notiert und addiert werden. Wer unterwegs Konstitution verliert und nichts mehr zu essen und keinen hilfreichen Trank in der Tasche hat, dem kann es blühen, dass er sich unvermittelt von seiner teuer erfochtenen Goldbahn trennen muss. Wichtig, notiere den Spielabschnitt, in dem das passiert. Ist zwar nicht möglich, zu einem späteren Zeitpunkt auf eigene Faust zu diesem Abschnitt zurückzukehren, um das Gold. Ja. Gut, also ich würde sagen, ich kann da doch unbegrenzt eintragen. Ich muss halt auf das Gewicht achten. Da haben wir nicht so viel Platz. Ja. Ja. Okay. Also wir nehmen die gläserne Bierflasche mit. Gewicht 1. Bierflasche. Dann haben wir Gewicht 1. Ja, dann haben wir hier in dieser Zeile schon Gewicht 2. Dann nehmen wir noch mit den Dolch. Die Laterne lassen wir hier. Schwerer Krummdolch. Waffe. Schwerer Krummdolch. Okay.
Der hat Gewicht 1. Und vielleicht können Sie das verkaufen oder irgendwann anders mal gebrauchen. Okay. Wir schauen uns jetzt natürlich die Schriftrolle an. Wenn du Zeit kannst du natürlich auch steiler ansteigende. Okay, 399. Und weiter geht's, Leute. Du ziehst die Schriftrolle aus dem Gürtel und rollst sie auf. Stirnrunzelnd versuchst du, in ungelenkten menschlichen Schriftzeichen abgefasste Botschaften zu entziffern. Ambrosil von Dreux, ich habe befreundeten Parteien aufgetragen, euch diesen Gruß zu überbringen. Bitte gewährt ihnen gute Preise, so wie ihr sie mir stets gewährtet. Ne? Also die Schrift hat mich da jetzt auch gewährt, verwirrt, Preise. Ne? Euer Braukulas. Ja? Okay. Solltest du Brosil von Dreux treffen, ziehe 70 von der Nummer des Abschnittes ab, in dem du dich dann befindest, um dieses Schreiben vorzuzeigen. Jetzt musst du allerdings weiterziehen, denn hier gibt es nichts mehr zu tun. Du kannst natürlich auch die immer steiler ansteigende Strecke zu Fuß erklimmen oder versuchen, den Wagen wieder in Gang zu bringen. Ja, wir notieren uns das. Und zwar Notizen, Prosil. Prosil von Trühe, keine Ahnung, wie man es ausspricht, minus 70, minus 70 Seitenanzahl. Coole Idee. Ja, dann versuchen wir den Wagen in Gang zu setzen bei 171. Wozu laufen, wenn du fahren kannst? Du springst wieder auf die Plattform auf und vollführst kräftige Pumpbewegungen mit dem Hebel. Aber der Wagen rührt sich nicht von der Stelle. Natürlich, du löst den Bremshebel. Immer noch nichts. Seufzend steigst du wieder ab und kratzt dich am Kopf. Sollte ein kleiner Stein in der Bremsvorrichtung klemmen oder hat sich ein Rad des Handhebelfahrzeugs auf den wenig befahrenen Gleisen festgefressen haben? Vorsichtig schiebst du die Plattform an. Den Handhebelfahrzeug mag zwar von der Person zu bedienen sein, aber ohne die Kraft der Hebel ist es viel zu schwer, um es ein größeres Stück vorwärts zu schieben. Ein leises Ächzen, sonst tut sich nichts. Du schiebst kräftiger, diesmal löst sich etwas unter dem Fahrzeug mit einem Klack. Und zu deinem großen Entsetzen rollt der schwere Wagen rückwärts. Mach eine Geschicklichkeitsprobe gegen 17. Schaffst du sie, geht es weiter bei 58. Schaffst du sie nicht, weiter bei 412. So, wir haben Geschicklichkeit haben wir 16. Wir haben 17, dann würfeln wir den Würfel. Eine 4. Somit hätten wir 20 und haben die Probe geschafft. Ja, dann weiter bei 58. Gut, dass wir Geschicklichkeit geskillt haben, das ist bei den Büchern, finde ich, immer gut. Zum Glück bist du sehr behende. Es gelingt dir, vom Gleis zu hechten, bevor dich der Handhebelwagen überrollt. Gewandt rollst du dich ab, kommst wieder auf die Füße und schaust dem davonsausenden Gefährt hinterher. Nun hast du eine gewisse Vorstellung davon, wie der Menschenmann zu Tode gekommen sein könnte. Dir bleibt nichts anderes übrig, als zu Fuß weiterzugehen. Weiter bei 216. Na toll, für diese Ramsch-Sachen sind wir ausgestiegen, aber vielleicht bringt die Schriftrolle ja wirklich was, wie wir gefunden haben. Du gehst neben den Schienen her zu Fuß weiter. Der Weg wird immer steiler und schon ärgerst du dich, dass du vorhin nicht anderen frisch gegrabenen Weg genommen hast.
als dein Blick plötzlich auf ein faustgroßes, aber tiefes Loch in der Felswand zu deiner Linken fällt. Du schaust hinein, kannst aber nicht sehen. Es ist zu dunkel. Möchtest du hineingreifen, weiter bei 3? Oder lieber weitergehen, weiter bei 402? Wenn du eine Laterne hast, kannst du natürlich auch in das Loch hineinleuchten. Weiter bei 373. Haben wir eine Laterne mit? Nein, wir haben keine Laterne mit. Ja, mit der Hand irgendwo hineingreifen. Ach Gott, ich bin neugierig. Greif mal rein, obwohl es meistens nach hinten losgeht. Weiter bei 3. Ihr seid sicher auch so neugierig wie ich. Die Welt gehört dem Mutigen, brummst du und langst in das finstere Loch hinein. Zunächst spürst du nichts außer kühlem Fels, dann berühren deine Finger etwas Weiches, Wolliges. Vorsichtig zupfst du daran, oh Gott, und ein stechender Schmerz durchzuckt deinen Finger. Etwas hat sich daran festgebissen. Eilig ziehst du deine Hand wieder heraus, daran baumeln eine strampelnde Ratte und ihr Nest. Zieh dir gleich einen Lebenspunkt ab, was dir zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst ist. Durch den Biss der Ratte hast du dir eine Krankheit zugezogen. Von jetzt an wirst du alle 5 Spielabschnitte einen Lebenspunkt verlieren, bis du eine Medizin einnimmst oder stirbst. Fluchend schüttelst du das Tier ab, das sich quiekend und fauchend in einen Felsspalt zurückzieht, der nun wirklich zu schmal für deine Arme ist. Das aus Haaren und anderen weichen Bestandteilen zusammengetragene Nest bleibt vor deinen Füßen liegen und etwas glitzert darin. Ein wunderschön gearbeiteter goldener Ohrring, in dessen Mitte ein großer braun funkelnder Rauchquarz sitzt. Du steckst den Ohrring ein, wenn du möchtest, und setzt den Weg fort. Na toll, jetzt haben wir eine Krankheit. Alle 5 Abschnitte kann ich da jetzt notieren. Das ist ja übel. Ist ja echt übel. Okay, dann haben wir hier goldener Ohrring. Goldener Ohrring. Den notieren wir dann hier. Jetzt wird es langsam knapp. Ich habe es jetzt in dem Buch, wie gesagt, nicht gesehen, ob ich hier nur Platz für 3 Ausrüstungen hier oben habe, aber ich glaube nicht, dass das hier begrenzt ist auf die Plätze, obwohl das in den meisten Büchern der Fall ist eigentlich. Aber wir nehmen das halt jetzt mal mit, hat kein Gewicht. Könnte ich mir auch in die Notizen schreiben, denke ich mal. Ja, dann verlieren wir einen Lebenspunkt und sind auf 31. So, und jetzt alle 5 Spielabschnitte müssen wir uns, jetzt machen wir uns immer so ein Pünktchen rauf nach jedem Abschnitt, damit wir das wissen. Medizin muss ich einnehmen. Ja, da bin ich aber gespannt. Dann geht es weiter bei 292. Also es ist meistens so, wenn man sowas macht, dann geht es nie gut. Aber die Neugier siegt. Vor allem das neue Spielbuch von Pegasus, das ist ja richtig toll. Du wirst immer langsamer, je steiler die Strecke ansteigt. Dein Gepäck wiegt schwer. Mit Mühe schleppst du dich über die Kuppe, die wohl den Höhepunkt der Strecke markiert. Dahinter geht es steil nach unten. Ganz am Rande nimmst du wahr, dass sich auf halbem Weg nach unten mehrere Strecken vereinen. Und dann erst wird dir bewusst, dass du am Fuß der Strecke ein riesiger Erdwall den Pfad blockiert. Kaum hast du dich in Bewegung gesetzt, als es auch schon passiert. Deine Stiefelsohlen knirschen leise, dann gleitest du auf dem Geröll aus. Zwar versuchst du dich abzufangen, aber die Übung misslingt. Mit einem Plumps fällst du auf deinen Hosenboden und rutscht den kompletten Hang hinunter bis direkt vor den gigantischen Erdhaufen. Leise vor dich hinschimpfend stehst du auf und klopfst dich ab. Weiter bei 35. Da ist er mal satt ausgerutscht, der Kleine. Um sicher zu gehen,
dass du auch noch auf der richtigen Strecke bist, nimmst du deine Karte zur Hand. Allen Anschein nach ist dies tatsächlich der Weg nach Graunebel. Aber der Sandhaufen blockiert die komplette Strecke. Du fragst dich, wie lange es wohl dauern mag, sich durch den Sand zu graben, als der Boden unter deinen Füßen zu beben beginnt. Erst ganz sachte, dann immer stärker vibrieren Sand und Geröll. Du trittst schnell einen Schritt zurück. Die Schwingungen versetzen selbst den kahlen Felswände in Bewegung. An verschiedenen Stellen rieseln Sand und kleine Steine von der Decke und Wänden, begleitet von einem leisen, aber anschwellenden Donnergrollen. Ja, also ich schätze, jetzt wird's gefährlich, wenn ihr euch das Bild anseht. Sieht wirklich toll gezeichnet aus. Sehr cool. Die Goldaspis. Da, was ist das? Etwas Glitzerndes taucht für einen Augenblick aus dem Sandhaufen auf, bevor es wieder im Grund versinkt. Dann schießt es mit einem Donnerschlag eine gigantische Kreatur aus dem Boden vor dir. Sand von denen zischen über deinen Kopf hinweg und prasseln rings um dich herum zu Boden. Mit offenem Mund starrst du auf das schlangenähnliche Wesen, das Meter hoch vor dir aufragt. Seine Haut ist mit metallischen Bodenschätzen bedeckt, die es auf seinem Weg durch die Tiefen der Erde gestreift hat. Ein Wurm gleich besitzt es keine Augen, aber dafür ein breites, mit durchscheinenden Zähnen bewehrtes Maul. Ein Goldaspis. Ja, nochmal der hier. Du hast schon von diesen Türen gehört, die wegen den Gold- und Silberschätze, die sie mit sich herumtragen, auch Drachenwürmer genannt werden. Du hast auch gehört, dass sie sich von kleineren Lebewesen ernähren, wie zum Beispiel dir. Als hätte die Goldaspis deine Gedanken gelesen, schließen und öffnen sich ihre kristallenen Zahnreihen mit einem feuchten Klackern. An Flucht ist nicht zu denken. Der einzige Weg zur Festung Graunebel führt an diesem Wurm vorbei. Du musst kämpfen. Goldaspis, Geschick 17, Karma 11 und Leben 18. Ja, jetzt müssen wir den Kampf gegen ihn bestehen. Jetzt sehen wir uns nochmal die Kampfübersicht an. Das ist ja der erste Kampf. Geschicklichkeit plus Münzwurf für Spieler und Gegner. Ergebnisse vergleichen. Der mit dem höheren Wert hat getroffen und fügt dem Gegner 3 Schadenspunkte zu. Rüstungen und Artefakte können vor Verwundungen schützen. Bei Gleichstand verglichener Karma-Wurf, derjenige mit dem höheren Karma landet den Treffer. Okay. Wir können uns das Ganze zur Übersicht hier eintragen. Dann haben wir hier einen Abschnitt. Das ist jetzt Abschnitt 35. Gegner Goldaspis. So. Zur Übersicht hat der jetzt Geschicklichkeit 17. Geschicklichkeit 17, Karma. Das könnt ihr zwar nicht lesen, aber muss man ja nicht unterleben. 18. Okay. Dann geht's los, würde ich sagen. Wir würfeln. Ich würde sagen, wir müssen einzeln würfeln. Spieler und Gegner. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los und holen wir uns das Würfelbrett. Zusätzlich steht hier noch, wenn du der Kreatur den ersten Treffer beibringst, gehe nach 59. Okay, ich greife an. 3 plus 16 sind 19 Geschick. Dann würfelt das Vieh eine 6, ja, da hat er mich mit 23 locker eine rübergehauen und er macht mir nur 2 Schaden, weil ich eine Rüstung habe vom Helm, das heißt, ich bin auf 29. So, zweiter Wurf, oh, eine 18 für mich und eine 1 für ihn, dann sind wir
18 gegen 18. Jetzt lassen wir das Karma entscheiden. Er hat 11 und ich habe 17. Boah, dann habe ich ja locker besiegt. Da braucht man gar nicht mehr würfeln für ihn. Dann füge ich ihm den ersten Treffer zu. Er hat 18 Leben. Dann würden wir uns notieren, dass er jetzt nur mehr auf 14 Leben ist. Weil ich 4 Schaden mache durch mein Schwert. Gut, dann steht hier, wenn du der Kreatur den ersten Treffer beibringst, gehe nach 59. Das ist ja hartes Vieh. Die Klinge deiner Waffe findet eine Bresche im Edelmetall, das die Haut des Drachenwurms bedeckt und dringt tief in sein Fleisch. Aber was ist das? Das gelbliche Blut, das aus der Wunde spritzt, verbrennt deine Haut. Du verlierst einen Lebenspunkt, es sei denn, du hättest ein Schild. Kämpfe weiter gegen das Tier, vergiss aber nicht, seine Lebenspunkte dem Schaden gemäß anzupassen, den dein erster Treffer verursacht hat. Wenn du kein Schild benutzt, verlierst du jedes Mal, wenn du also deinem Gegner einen Treffer beibringst, einen Lebenspunkt. Sobald der Drachenwurm 10 oder weniger Lebenspunkte hat, verlierst du nur noch in jeder zweiten Kampfrunde einen Lebenspunkt. Gewinnst du gegen den Wurm, geht es weiter bei. Verlierst du, geht es weiter bei. Wow, das wird ein harter Kampf. Das wird echt ein harter Kampf. Also er ist auf 14 Leben. Und wir würfeln weiter. Ich greife an. Das wäre eine 19. Gegen 19 Karma habe ich 17, 18 gegen 14 habe ich gewonnen. Das heißt, er bekommt 4 Schaden. Ist auf C. Und ich muss hier einen Lebenspunkt abziehen von vorher plus zusätzlich für den Treffer. Dann bin ich auf 27. Wow. Ah, das wird übel. Das wird ganz übel. Der hat schon einen hohen Wert. Gut, dann ich würfel. Zack, eine 4. Das wäre 20 gegen. Treffer gegen 18. Dann ist er auf 6 Leben. Und ich verliere wieder ein Leben. Das trage ich mir jetzt mal hier ein mit einem Punkt. Da muss ich nicht immer radieren. Und weiter geht's. Eine 5, das wäre 21 gegen eine 6. Ja, dann hat er 23. Er trifft mich. Er trifft mich und ich bekomme 3 Schaden plus 4 für den Treffer vorher. Ah, plus einen Schaden für den Treffer vorher. Das heißt, eins mit dem Rüstung abgezogen, wären es 2 Schaden. Also trage ich mir jetzt 3 weniger ein, bin ich auf 24. Wow. Also doch gleich eintragen. Dann würfeln. Ich habe eine 4 und er hat eine 1. Schaffe ich locker mit 20 gegen 18. Dann ist er auf 2 Leben und ich verliere noch einen. Ich auf 23. So, noch ein Angriff. Eine 5 von mir. Eine 5 von ihm. Der trifft. 2 Schaden auf mich. Bin ich auf 21. Angriff von mir. Oh Gott. Ja, das ist ein Auto-Hit für ihn, weil mit einer 1 ist er schon höher als ich, bin ich auf 19. Oh Gott, der Wurm ist hart. Okay, nochmal ein Auto-Hit von ihm. Angriff. 3 gegen 1. Da, jetzt ist er tot. Ich würde jetzt kein
keinen Lebenspunkt verlieren, denn hier steht ja, wenn er 10 oder weniger Lebenspunkte hat, dann bekomme ich zusätzlich für einen Treffer, verliere ich einen Lebenspunkt, so ist es. Das heißt, er war unter 10 auf 10. Ich dürfte mir sogar jetzt noch einen gut schreiben. Also den verliere ich nicht. Das würden wir jetzt lassen. Ja? Also bei jedem zweiten Treffer, das heißt, jetzt bekomme ich keinen zusätzlichen Schaden, weil ich vorher schon eingetragen habe. Das wird passen. Dann bin ich auf 17 Lebenspunkte, weil er eben jetzt jeder zweite Kampfhund einen Lebenspunkt verliert. Und der Wurm ist besiegt. Gott sei Dank. Gewinnst du gegen den Wurm, geht es weiter bei 334. Ja. Hier haben wir ihn. An unzähligen Stellen hat deine Waffe den Leib der Kreatur bereits geöffnet. Aber es hat beinahe den Anschein, als sei der Drachenwurm zäher als du. Ein Kind Lorimburs. Im Gegensatz zu dir scheint euer Kampf den Wurm nicht zu ermüden. Da, zwischen all dem blinkenden Gold und Silber, siehst du eine weitere verwundbare Stelle. Geschwind stößt du zu und tatsächlich, das riesenhafte Tier bäumt sich ein letztes Mal auf und fällt dann zuckend vor dir in den Sand. Du weichst zurück, um nicht von dem ätzenden Blut getroffen zu werden, das nun in den dicken Strahlen aus dem sterbenden Körper schießt. Erschöpft, wischt du dir den Schweiß von der Stirn und hoffst, dass dieser Kampf nicht nur ein kleiner Vorgeschmack war auf das, was dir noch bevorsteht. Ein paar Goldklümpchen haben sich von der Haut der Goldaspis gelöst und liegen vor dir im Sand. Du kannst das geschmolzene Gold aufheben, wenn du willst. Das Wurmblut tröpfelt nur noch mehr aus den Wunden. Du möchtest du dir davon etwas abfüllen, weiter bei 92 oder lieber nicht, weiter bei 275. Ja, natürlich nehmen wir das geschmolzene Blut. Ah, das geschmolzene Gold nehmen wir mit. Steht auch kein Gewicht drauf. Das notieren wir uns jetzt in den Notizen. Gold, Gewicht hat es ja keins. Und wir wollen natürlich so ein Blut mitnehmen auf 92. Wer weiß, wenn man es braucht. Wenn du ein gläsernes Gefäß besitzt, kannst du es ausleeren, um Wurmsäure darin zu transportieren. In eine leere Bierflasche kannst du 4 Portionen abfüllen, in das zu einer Grubenlaterne gehörige Ölfläschchen 2 Portionen. Natürlich musst du nichts verschwenden. Brennt deine Laterne noch nicht, kannst du sie nun anzünden und wenn du das Bier aus der Flasche des Menschenmannes trinken möchtest, ist jetzt die beste Gelegenheit dazu. Schließlich hast du dir den Trunk reichlich verdient. Du bekommst bis zu 5 Lebenspunkte zurück. Hast du denn kein Gefäß aus Glas, kannst du die Säure leider nicht transportieren. Den Spuren auf deiner Waffe und deinen Armen nachzuschließen, löst das Wurmblut sowohl Haut als auch Metall. Zur Sicherheit wischst du deine Klinge noch einmal im Sand ab. Ja, ist cool, oder? Wir trinken jetzt das Bier aus. Die Bierflasche. Und bekommen 5 Lebenspunkte zurück. Somit sind wir auf 22. Und wir bekommen 4 Portionen. In eine leere Bierflasche kannst du 4 Portionen und das ist okay. Dann schreiben wir uns auf 4 Portionen Wurmsäure. Okay. Jetzt gehen wir in die Notizen rein. Ich weiß nicht, wie viel Gewicht das hat, steht nichts dabei. Also Wurmsäure 4. Portionen.
Okay, dann haben wir 4 Portionen Wurmsäure mit. Dann geht es weiter bei 2,75. Jetzt sind wir eh schon wieder lange am Lesen. Man könnte ja gar nicht aufhören. Wenn du möchtest, kannst du jetzt rasten und eine Mahlzeit zu dir nehmen. Für diese bekommst du bis zu 5 Lebenspunkte und einen Geschicklichkeitspunkt wieder. Vergiss aber nicht, die Mahlzeit von deinem Proviant zu streichen. Ja, einen Proviant hätte ich noch. Bis zu 5 Lebenspunkte. Ja, das würde ich machen. Wir geben den Proviant aus, da würde ich sogar einen Geschicklichkeitspunkt wieder bekommen. Aber den habe ich ja eh nicht verloren. Aber ich nehme ihn trotzdem. Denn man weiß ja nie. Dann geben wir den Proviant weg. Und bekommen nochmal 5 Leben. Somit haben wir wieder 27. Der Wurm ist ja arg. Plötzlich rieselt ein Schauer kleiner Steine von der Decke. Also der Proviant hat hier ein Gewicht gehabt, dann haben wir nur mehr 1. Das auch nicht vergessen. Die Bierflasche hatte auch Gewicht, ist ja auch weg. So, also der Proviant ist weg. Plötzlich rieselt ein Schauer kleiner Steine von der Decke. Verblüfft siehst du hoch und erstarrst. Das säurehaltige Blut der Goldaspis hat sich durch die Erzadern der Felsdecke gefressen, die nun herabzustürzen droht. Du schaffst es gerade noch, die Arme schützend hochzureißen, dann ertönt ein lautes Rumpeln und eine dichte Wolke aus Steinstaub hüllt dich ein. Ich lebe noch. Der Einsturz ist glücklicherweise nicht direkt über dir erfolgt. Nicht einmal ein Kieselstein hat dich getroffen. Hustend und würgend versuchst du, den Staub wegzuwählen, um zu sehen, was geschehen ist. Zu deinem Erstaunen erblickst du Abendlicht. Mehrere kleine, fast kreisrunde Löcher in der Tunneldecke gewähren dir einen Blick auf den rot-goldenen Himmel. Skevling erwähnte bereits, dass dein Weg dich dicht unter der Oberfläche durchführen würde. Aber dass es so nahe ist, hättest du dennoch nicht vermutet. Dann fluchst du unvermittelt, als dir das ganze Ausmaß des Einsturzes bewusst wird. Unter der Last der Deckentrümmer und nicht zuletzt dank des reichlich vergossenen Wurmblutes ist auch der Tunnelboden eingebrochen. Dort, wo der Weg zur Feste Graunebel entlang geführt hätte, gähnt ein riesiges Loch im Boden. Gestein, Schienen, Sandhaufen, Geröll sind in den Tiefen unter dir verschwunden. Darüber zu springen ist unmöglich, dazu ist der frische Graben zu breit. Verdammt! Vorsichtig arbeitest du dich zum Rand des Einsturzes vor. Nicht weit unterhalb von dir siehst du Schienenreste und Sand. Also scheint es dort unten tragfähigen Boden zu geben. Hinabzuspringen wäre nicht allzu schwierig. Eines der größeren Löcher in der Decke könnte groß genug sein, um dich durchzulassen. Aber erreichen würdest du es nur mit Hilfe eines Seils. Möchtest du nach unten, weiter bei 320 oder hinaufklettern, weiter bei 417? Ja, ein Seil hätten wir auch mit. Und ich überlasse euch jetzt die Entscheidung, wo gehen wir hin? Möchten wir nach unten klettern oder nach oben klettern? Ja. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wissen wollt, beziehungsweise wenn ihr euch entschieden habt, wie es weitergehen soll. Ich freue mich darüber, an reger Anteilnahme an den Kommentaren. Und wie gesagt, wird lustig und sehr spannend, wie es weitergeht. Ich finde das Buch bis jetzt extrem super. Es ist wirklich einstiegsfreundlich, zugänglich. Das mit dem Inventar habe ich noch nicht gelöst, aber ich denke, man kann hier alles mittragen, solange man das Gewicht nicht überschreitet. Da ist der Heldenbogen ein bisschen klein. Aber ansonsten bis jetzt sehr spannend. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann bei der nächsten Lesung wieder, wenn ihr mir gesagt habt, wo ich jetzt weiterlesen soll. Bis dann, euer Austrian Board Gamer. Ciao.